Grüß euch, Freunde! Willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus mit Asin. Willkommen! Und, ja, mir. Wir beschäftigen uns heute mit Koloss Nummer 5. Ne? Ja, schon 5. Das ist der 5. Und das ist richtig, richtig cool. Ist einer meiner absoluten Favoriten. Und Robert hat es ja im letzten Part ja schon erkannt. Es handelt sich hierbei um einen Vogel. Ja, und den schauen wir uns an. Und während wir auf den Weg zum Vogel sind, können wir ein paar Dinge über dieses Spiel besprechen. Ich meine, wir sind jetzt schon beim 5. Part. Ja, wir sind jetzt bei Faktastisch für Shadow of the Colossus. Sozusagen. Und zwar habe ich ja irgendwo, glaube ich, am Anfang des Let's Plays gesagt, dass es sich bei Agro eventuell um ein weibliches Pferd handelt. Das ist falsch. es ist absolut männlich. Man sieht es zwar jetzt nicht. Es ist nicht nur männlich, es ist absolut männlich. Es ist obermännlich. Und zum Namen unseres Hauptcharakters, wir nennen ja Wanda. Das ist allerdings, wie ich schon angedeutet hatte, eine ja, falsche Übersetzung, wenn man so möchte. Da ist ja im japanischen Original Wanda, also der Wanderer sozusagen, and the Colossus heißt. Was allerdings ein bisschen falsch übersetzt wurde, weil es im Japanischen theoretisch ja eigentlich kein ER oder sowas oder Wörter mit ER nicht wirklich gibt. Das heißt, unser Hauptcharakter hat in dem Sinne keinen Namen. So. Jetzt sind wir auch noch identitätslos, ey. Genau. Was ich so interessant finde, ist eigentlich, und das finde ich eigentlich cool gemacht, die Entwickler haben halt dazu gesagt auch, ja, er braucht ja eigentlich keinen Namen. Das stimmt ja auch. Ist alles ein bisschen anonym und ja, da ist ein Eidechse. Der Name spielt doch wirklich gar keine Rolle. Genau. Erstmal, um das noch vorwegzunehmen. Dann. Hattest du die Kamera eigentlich wieder gedreht, Lena? Nee, die bleibt jetzt so, wie du sie hattest. Kreis. Bam. Dann der Punkt, den ich angedeutet hatte mit Aiko. Und zwar wurde das zwar in dem Sinne ja ursprünglich, ursprünglich sollte ja Shadow of the Colossus ja Naiko oder Niko heißen. Was ein kleines Wortspiel ist, weil Ni ist japanisch für 2. Das wäre dann Aiko 2, wenn du so möchtest, oder wenn man so möchte, gewesen. Dann hat man sich aber umentschieden sozusagen und es ist halt Shadow of the Colossus draus geworden. Und auch wenn das Spiel ja sowieso, also sozusagen nachher entwickelt wurde, kann man mit Sicherheit behaupten, dass sozusagen unser Hauptcharakter sozusagen ein Vorfahre von Aiko ist. Ach so. Oh, ich bewege mich hier schon auf du bist schon Eis. Du bist schon richtig. Du kannst jetzt eigentlich vom Pferd springen. Genau. Und zwar handelt es sich hierbei sozusagen um ein Vorfahren von Aiko. Wie das Ganze zusammenhängt und was da noch passiert, das wird sich noch zum Teil so ein bisschen im Verlauf der Story dann zeigen. Zu Mono gab es ja, sag ich mal, relativ viele Theorien, was sie jetzt eigentlich für Wanda darstellt, aber man kann eigentlich mit Sicherheit behaupten, es war wohl seine Geliebte. Kann ich da unten lang? Jawohl. Ich hole nochmal schnell Luft. Hup! Sehr gut gemacht. Und direkt richtig erkannt. Alles. Ja, also das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Dann, wie auch schon bei Aiko, muss man zur Sprachausgabe an sich sagen, halt, das ist so ein komisches, verwaschenes Ding. Es ist halt irgendwie keine richtige Sprache. Die Wurzeln, glaube ich, ein bisschen was rückwärts, ein bisschen japanisch und was weiß ich. Also, das ist wie so ein bisschen das Simsisch, ne? Ja, da weiß auch keiner, wie das überhaupt läuft. Also ganz komisch. Aber, ja, das sind so erstmal so ein paar kleine Theorien oder ein paar kleine Sachen, die man besprechen muss. Zum weiteren Verlauf der Geschichte kommen wir dann halt, wenn es soweit ist. Wir sind erst beim 5. Da kommt ja noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Oh fucking yeah. Okay. Oh, oh. Der ist so unglaublich cool. Ich finde das so genial, dieses Wesen. Wahnsinn. The fuck, Alter. Richtig Hammer. Also es sieht sehr, sehr majestätisch aus. Das muss man mal lassen. Ultra episch. Alles klar. Also, es ist noch nicht klar, wie ich das Ding jetzt fertig mache, aber... Nein,
Auf jeden Fall denke ich, muss ich hier schon mal ins Wasser. Mein Herz pocht schon wieder wie wild. So, jetzt musst du dir was überlegen, ha? Ich werde mal gucken, dass ich auf eine der Plattformen komme. Jö. Schwimmen wir erstmal ein bisschen weiter rein. Ich denke mal, solange du im Wasser bist, wird er dir nicht so viel Schaden zufügen können. Ja, im Moment hat er ja, glaube ich, auch noch keinen Grund, mich anzugreifen. Schließlich habe ich ja noch nicht den ersten Schuss gemacht. Bis jetzt waren das ja eigentlich immer sehr friedfertige Wesen, muss man ja immer mal so sagen. Ah, das stimmt. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn? Also hier sieht schon mal aus wie ein Turm, in den ich rein kann. Wie behindert er schwimmt. Okay, er hat ja auch das Schwert in der Hand, das hätte ich vielleicht mal. Aber du kannst ja nirgendwo hochklettern, also. Also fällt das weg, aber wir haben ja da. Bam. Ah, fast. Kollege. Hui. So. Oh, er stellt sich auf die mittlere. Oder auch nicht. Ich denke die ganze Zeit nach, ob es nicht Sinn macht, da drüben nochmal nachzugucken. Ja, muss man mal schauen. Kannst ihn ja erstmal, dass er dich ein bisschen noticed, ha? Notice me! Bitch. Schieß ihn mal in den Flügel. Ah, er hat ihn provoziert. Oh yeah. Kriegst auf den Sack, Junge. Uiuiui. Knapp. Und jetzt geht er, fliegt er wieder. Nee, der macht nee, der fliegt eine Runde. Na, jetzt kommt er, glaube ich, wieder auf dich zu, ne? Oder? Oder setzt er sich wieder hoch? Nee, er fliegt eine Runde anscheinend. Sehr gut. Hey, du hast ja direkt entdeckt. Jawohl. Ja, die Feldstelle hat man ganz gut gesehen, muss man dazu sagen. Aber ich hätte mich ein bisschen besser positionieren können. Aber ist das mal ein geiler Fight in der Luft? Alter. Episch oder was? Aber ich glaube, mir kann auch gerade relativ wenig passieren, oder? Ja, naja. Also, außer dass ich ins Wasser falle. Ja. Doch sowieso. Jetzt muss ich nur seinen Schwachstellen finden, die wird bestimmt erstmal nicht sein. Ja, das weiß ich gerade ehrlich gesagt sogar nicht mal. Wie schon gesagt, ist eine Weile her. Da Fug! Zieh dich hoch, Junge. Okay. Zum Glück kriegst du keinen Schaden, wenn du ins Wasser fällst. Und ich glaube auch nicht, dass der mich jetzt hier groß angreifen wird, oder? Ja. Alter! Aber das ist das Schwierige halt, sich auf dem zu halten. Ist gar nicht mal so easy. Du kannst ja auch, wenn du magst, dann das Schwert nochmal anheben, wenn du auf der Plattform siehst, damit du genau die Schwachstelle erkennst. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Ich glaube, tauchen ist effektiver. Go! Ja, wir müssen ja irgendwie 30 Minuten vollkriegen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, wir sind ja aber auch schon wieder fast bei 10. Du weißt ja noch gar nicht, wie lange du für den Boss brauchen wirst. An sich. Also, ich glaube, der schmeißt einen schon öfter mal runter. Ich will es aber nicht genau. Also, schon eine Weile her. Ich glaube, wenn man weiß, wie man ihn machen muss, hat er sich schon wieder irgendwo. Nee, da hinten liegt er. Schwerti. Aha. Also wirklich sehe ich noch nichts, wenn ich ehrlich bin. Ja, na, du musst ein bisschen drauf leuchten. Aber du siehst, es kann schon mal nicht der. Das ist noch nicht der Kopf. Nee. Irgendwas. Aber auf der rechten Seite auch. Okay, also wahrscheinlich der äußere Flügel. Musst du herausfinden. Ja, muss ich jetzt einen gut platzierten Schuss setzen. Damit du ihn erstmal auf dich ziehst. Also Fakt ist. Ah, jetzt glaube ich kommt er. Weg deinen fetten Arsch hier rüber, Alter. Versuch mal immer ein bisschen vorzuhalten. Dein sexy Ass. Jetzt hat er mich genoticed. Ja, flieg doch mal dein Bündchen. Senpai! Und dann kannst du wieder herkommen. So, da hinten dreht er um. Ach, sehr süß. Ich lieb ihn ja. Einer meiner absoluten. Also das ist wirklich. Ja, ich möchte meinen, das ist mein Lieblingskoloss. Oh. Guck mal, wie episch der aussieht. So ja, geil. Der sieht schon fett aus, das muss man mal lassen. Boah, Alter. Ich hätte mich aber auch wirklich besser platzieren können. Ja, ich hätte mich echt nicht schlechter hinhauen können gerade. Jawohl, sehr gut. Ah!
Oh, war das knapp. Oh, cool. Du musst dich festhalten, spring. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. The fuck, Alter. Hast du gerade gelackt, ne? ich würde mal an deiner Stelle dann auf Hand wechseln. Oh, oh. Okay. Und dann halt musst du jetzt ein bisschen rumklettern. Weil du musst halt schwer. Wahrscheinlich kann man sich hier frei bewegen, bis er die Kurve fliegt. Ja, allgemein, bis er anfängt mit den Flügeln ein bisschen. Ja, das Problem ist halt, ich würde mich immer versuchen, möglichst in Fellnähe zu halten. Weil wenn du an den Kanten rumhängst, hast du oftmals Probleme, dich dann wieder zu... Genau, du musst dann immer abwarten, wenn er... Aber ich sehe gerade immer noch nicht den Schwachpunkt, ey. Ja. Ja, du musst dann... Die erscheinen dann, wenn du das Schwert dann wieder auspackst. Aber... Ich warte mal, bis der vernünftig gedreht hat. Ja, der ist schon ganz schön fies, ne? Na, dreh jetzt, Junge. So. Ups, nee. Der macht nochmal. Die Frage. Das ist so episch, wie er in der Luft fliegt. Man muss ihn da irgendwie... Alter. Jetzt. Alter, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich runtergefallen bin. Ich würde mich erstmal an die Stelle retten, wo du überhaupt hin musst. Oder wo du überhaupt hin willst. Bevor du auf deine Waffe wechselst. Weißt du? Hm. Das ist halt ganz schön tricky. Ja, der ist ein bisschen... Der ist nicht so einfach, was das angeht. Da fliegt man, ist mit einer der Kolosse, wo man am schnellsten mal runterfliegen kann. Weil er einfach die ganze Zeit in Bewegung ist, während man auf ihm ist. Also der macht halt wirklich nie wirklich Pause so. Yeah. Aber glücklicherweise ist es ziemlich einfach, auf ihn raufzukommen. Muss man halt mal sagen. So, Hand. Wenn wir uns mal daran erinnern, wie wir auf Koloss Nummer 3 oder 4 rauf wollten. So. Da kommt er back. Komm jetzt runter, du Spacken. Ja, das war schon besser. Ja, das war sehr gut. Und episch ist es auch, wie die... Alter, wie er wieder runterfällt. Ja, ne? Und episch ist auch, wie die Musik dann anfängt zu spielen, wenn man dann auf ihm drauf ist. Vorher ist irgendwie nichts, vorher ist so Stille. Allgemein, das Fehlen von Musik an vielen Stellen ist gerade geil. Hm. Upsi. Oh Gott. Nein. Oh, da ist er gerade die Kurve geflogen. Wisst ihr, ich dachte mir gerade, ja, okay, jetzt macht er gerade nichts. Ja. So scheiße. Das dauert. Bin ich mindestens bei den Plattformen irgendwo gelandet? Ich sehe die ja gerade nicht mal, ey. Immer bei da den hinten Türmen noch. Da hinten, ja. Boah, wie behindert. Kann er nicht mal ein bisschen über den Plattformen fliegen? Ich glaube, der fliegt einfach überall. Bisschen benutzerfreundlich. Nicht so wie Windows 8. Ja, Microsoft, frisst das. Wir nennen den Gegner Windows 8. Oh, schneller. Ja, ein bisschen schneller schwimmen wäre eigentlich ganz cool, aber so ist es halt realistischer, sag ich mal. Ich meine, gut, wir kämpfen gegen riesige Viecher mit ultra realistisch. Wir kämpfen gerade gegen riesige Viecher mit viel Stein, die so eigentlich niemals existieren könnten, aber hey. Darauf erstmal geschissen. Who cares? Mega epic. So, rauf hier. Was ist das? Da ist es. Der sexy Boy. Weil ich glaube, wo fliegt denn der lang? Du müsstest jetzt da rumkommen, oder? Denke ich mal, ja. Oh, da hinten. Boah, jetzt muss man richtig präzise. Ja, der war zu weit. Gib ihm. So, der war nicht? Also. Hast du jetzt getroffen? Ich weiß nicht. Also zumindest hat er gerade einen Laut von sich. Ja, jetzt muss er eigentlich auf dich zukommen. Oder? Nee. Das ist der. Der fliegt gerade sehr, sehr enge Kurven. Ah, jetzt kommt er. Ja, sehr gut. Ist egal, du kannst auf den Bogen erstmal dran. Ja, ja, ich versuche nur gerade. Er hat gerade die ganze Zeit nichts gemacht, außer dass ich hätte bewegen können, wisst ihr? Das war gerade so. Versuch Nummer 4? Hä? Versuch Nummer 4.
4? Achso, Versuch Nummer 4. Ich dachte jetzt so, Versuch mal Nummer 4. Achso, nee, nee. So, what? Was willst du denn? Komm. Oh Gott. Nein, Alter. Nein, nein, nein. Ja, zum Glück kann er sich da auch an diesen Teilen festhalten. Da denkt man einmal, weißt du? Naja, genau abwarten. Bis das Ding ist nur, ich kann gerade nicht viel abwarten. Was? Was? Gut. Oh, okay, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Ja, der ist halt gerade sehr, sehr mobil. Oh Gott! Okay, jetzt geht's. Ja, schön, schön. Schön reingestochen. Schön gegeben, den. Da geht noch mehr. Aber du musst aufpassen, du hast nicht mehr viel. Alter! Ja, aber ich kann ja gerade nichts anderes machen, ja, außer mich festhalten. So. Schaut scharf. Hui! Alter! Ja, also jetzt nur noch mal so viel zu, da kann ich nicht runterspringen, das ist viel zu hoch. Wie meinst du? Na vorhin, wo du meintest, ich kann nicht in das Wasser springen, ich glaube, das wäre zu hoch. Ich glaube, ja, das war gerade fast noch höher. Nee. Das war ziemlich hoch. Also es war schon hoch, aber ich meine, der fliegt ja immer gerade mal in der Höhe über dem Wasser. Ich meine, das sind so vielleicht 50 Meter. Naja, nicht ganz, oder? Keine Ahnung, Mann. Alter, jetzt gib mir doch mal den scheiß Bogen, bist du mir hin. Gib ihm. Hopsi. Kommt er jetzt schon auf dich zu? Nee, irgendwie dreht er noch eine Runde. Ah, vielleicht kommt er von da besser. Ja. Nee. Jetzt hatte ich ihn erwischt. Jetzt kommt er. Bam, Junge! Hupsi! Ja. Da habe ich mich erstmal. Du musst auf. Geh auf die mittlere. Auf die mittlere Plattform. Da, oh Gott, da fliegt dann nämlich mit dem Flügel lang. Jetzt komm! Spring da doch hoch! Jo, sehr gut. Siehst du, hier kann er ja bei der Phase gerade. Ja, ist aber nicht schlimm. So. Und hoch da. Ups. Jetzt würde ich nochmal hochgehen. Weil jetzt glaube ich schaffst du es mit der Ausdauer nicht. Es muss alles schnell gehen, das ist das Problem. Aber dass du dich wenigstens jetzt auf die Stelle zurückkiefen kannst, wird ein bisschen besser in deine Ausdauer. Boah, Alter! Wie hier stehen bleiben? Ja, nein, mehr oder weniger. Nein, kann ich. Allgemein bei dem stehen bleiben ist bei dem so ein Ding. Hier kannst du jetzt erstmal ein bisschen. Ja, vielleicht soll ich mich jetzt in der Kurve mal festhalten. Ja, und jetzt kannst du wieder loslassen. Hupsa! Jo. Ah, ist halt. Das ist gerade mega bescheuert, Alter. Hups! So. Genau. So, und jetzt würde ich abwarten. Ich sag mal, das Gute ist ja, wenn ich rüber sprinten kann, dann regeneriert er ja auch seine Ausdauer. Ja, man ist halt scheiße. Der ist halt. Der ist echt kacke. Also, der ist cool, keine Frage. So, jetzt hinter. Genau. Sehr gut. Schön. Das klappt mega doof, dass ich. Oh Mann. Ja, komm. Das ist ganz schön spannend. Dass ich gerade nicht das Schwert aufs Schwert wechseln kann. Das macht mich gerade ein bisschen fällig. So, ran. Bleib doch! Alter, das ist so krass. Alter, ich hab doch die ganze Zeit der 1 gehalten. Ist der behindert? Oh, das ist doch scheiße, jetzt mal ehrlich. Dann wechsle erst gar nicht auf was anderes. Dann geh einfach die ganze Zeit mit dem Schwert und mach das so. Dann wechsle nicht erst auf die Hände.
Dann geh direkt mit dem Schwert ran. Hilft es nix. Sozusagen. Und durchs Wasser cruisen. Ja, der ist fies. Habe ich ja angekündigt. 21 Minuten schon, ey. Kriegen wir noch nie mehr in dem Partblatt. Ah, musst du dich bemühen. So schnell geht. Wenn er dich zu sehr ankotzt, gibst du einfach das Gamepad drüber. Aber versuch's du erstmal. Bam. Gib ihm. Was ist er denn? Er ist am Cruisen. So. Ah, zu tief. Jo. Ja, wobei, das ist, sage ich mal, das sind auch, es gibt manche Kolosse, bei denen geht es halt vor allem darum, dass man sich halt möglichst effektiv dran festhält. Und dann kommen manche, wo du halt erstmal so die Strategie herausfinden musst, wie du sie halt wirklich besiegst. Wo das Festhalten an sich, sage ich mal, ein bisschen leichter ist. So, versuch nur mal 12 Trilliarden Millionen. Nummer 12. Nummer 12. 12 und 50. Boah. Schön. Ja. Geh doch auf das Feld. Kurz loslassen und dann nochmal zugreifen. Oh, Alter. Das Problem ist, der hält sich immer an dieser Kante fest. Ja, aber der ist voll. Dann musst du mal kurz loslassen. Dann. Genau. So, und jetzt musst du halt abwarten, bis er kurz mit den Flügeln stillhält. Jetzt wirft er mich doch sowieso gleich wieder ab, der Penner. Shit. Yo, und jetzt war's schon der wieder. Der Punkt, aber wenigstens verlischt der Punkt. Achso, jetzt muss ich nur noch zu der anderen Hälfte. Alter! Die hat mich weggebimst hat. So, ein Flügel hast du weg. Toll, und es hat ungefähr ein Achtel Schaden gemacht. Wie viele Flügel? Kriegt der noch 10 Flügel? Die wachsen. Auf die mittlere Ebene? Genau. Schön. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Nette? Der Gute. Weil was ich halt eigentlich so mega geil finde, so, der hat ja jetzt nun 6 Mal gesehen, wie du dich auf ihn hochgeschmissen hast. Oder, ach, ich greife nochmal so ein. Klar, das ist eine Frage der Ehre bei dem, glaube ich. Bam. Voll eine geben. Ich glaube, das hat er gekriegt. Nein, das habe ich kurz Blut spritzen sehen. Ah, okay, dann müsste er sich aber gleich auf dich zubewegen. Auf jeden Fall. Jo. Sieht zumindest gut aus. Welche? Warum? Ach, kacke, was? Ich habe schon wieder vergessen, das Schwert zu wechseln. Du hast jetzt die ganze Zeit den linken Flügel gemacht. Das heißt, du bist jetzt am. Ja, jetzt muss ich auf den. Toll, jetzt soll ich komplett auf die andere Seite. Scheiße. Okay, das wird jetzt sehr lustig. Jetzt kannst du dich kurz fallen lassen. Verdammt! Damn it! Das war close. So. Komm, hoch da. Geh doch. Warte, kannst du kurz chillen? Jetzt. Und wechseln aufs Schwert. Ach ja, stimmt. Ja, aber. Vorsicht! Ja, ich drück schon R1. Oh Gott sei Dank. Das Springen kannst du öfter gut nutzen. Auch wenn er fliegt. Alter, ist der gerade behindert? Ich drück die ganze Zeit nach oben rechts. Ich renn hier mal gegen den Knochen gegen. Ich finde das cool. So, jetzt. Ah, es wird knapp. Renn. Jetzt halt ich fest, genau. Oh, schön. Knappe Kiste. Aber diesen hast du es gut geschafft. Was noch? Auch wenn er jetzt erstmal ein bisschen upraged mit seinen Flügeln. Ja, ich glaube, ich habe noch genug Ausdauer dafür. Bam! Gib ihm! Vielleicht, nee, das schaffe ich nicht. Doch, aber die Stelle ist ab. Achso, die Stelle ist ab. Okay. Und jetzt dann zurück. Das wäre so geil gewesen. So. Okay, die Hälfte. Jetzt hast du 2 Schwachstellen sozusagen weg. Jetzt musst du die dritte finden. Und ich wusste nicht mal, dass die mehr als 2 haben können. Naja, wo könntest du noch hingehen? Wir könnten einerseits, weil da so viel Fell war, könnten wir noch zum Schwanz hinter, was ich fast glaube.
Und natürlich steht vielleicht auch noch der Kopf an. Schau dir mal den Kopf an. Wenn ich wieder oben bin, meinst du? Na, auch allgemein, wenn er auf dich zufliegt. Dann weißt du, ob du ihn machen kannst oder nicht. Ach, der war steinern, ne? Ja, so mostly, ne? Also ja, schon. Mach doch einfach dein Schwert. Weil der macht von Grayskull! Ah, hier ist kein Sonne. Ah, doch. Doch, du musst nur ein bisschen... Ich muss den erstmal finden. Müssen wir? Da muss der sein. Ja, der kommt gleich um die Ecke. Crew. So, du siehst auf seinem Kopf... Wenn du auf seinen Kopf gehst... So, lala. Hinten ist irgendwie mehr. Wobei jetzt... Dadurch, dass die Sonnenstrahlen... Jetzt hat er... Ja. Naja, hat er gebrüllt. Jetzt dreht er sich um. Aber auf den Flügeln zu bleiben, ist halt eigentlich das Schwierigste, sag ich mal. Und das hast du jetzt ganz gut gemacht. Bisher. So, und da hinten. Was ist der Kopf? Ja. Ach, da. Es gibt eine kleine Nackenstelle, oder? Nee. Die da in der Mitte? Ach, nee, die ist so steinern. Alles cool. Kollege, ich wollte gerade sagen. Erstmal mit hochziehen. Und macht und Kamera, wie erstmal nicht abspannen. Wanda macht College. Jo, live. Jetzt bist du mit dabei. So, jetzt kannst du ein bisschen mit dem Blut durchlaufen. So. Weil er so smexy ist, aber jetzt muss ich bis festhalten. Du kannst wieder rennen. Und jetzt wieder festhalten. Zum Glück, ja, macht er da nicht so viel, ne? Ja, der ist da ziemlich gut bei. Ich glaube, der weiß, dass mit ihm zu Ende geht. Voll hinten rein, Mann. Nice. Siehst du, und alles noch im zeitlichen Rahmen. Houston, wir haben ein Problem. Bruchlandung, aber voll. Oh, ich liebe diesen Gegner, der ist so cool gemacht. Einfach dieser Luftkampf. Ja, nee, das hat auf jeden Fall gefetzt. Und auch wenn man es dann erstmal raus hatte, war es auch ziemlich lustig gemacht. Aber am Anfang ist es ganz schön rage-lastig. So, und jetzt kommt. Den muss ich jetzt aber nicht da rausholen. Nee, wie denn? Komm, ich zieh dich Rettungsschwimmer-mäßig. Ich hab den Rettungsschwimmer Gold. Aber was muss ich jetzt. Abwarten. Ach so, da kommt. Ach, da kommt da das. Kommen, Ding. Da kommen die Smexy-Tentakel. Nein! Oh! Voll rein. Voll in den Magen. Voll sterben. Zum. Also, es sieht ja immer aus, als ob er sterben würde. Ja. Zum fünften Mal. Na, aber nice. Nice. Jedes Mal, wenn wir einen Koloss töten, töten wir ein Stück davon in uns. Okay. Denn wir sind die Kolosse. Und mit diesem Satz möchten wir diesen Part auch beenden. Nehmt es für euch mit. Philosophiert darüber, denkt eine Woche darüber nach. Genau. Ja, und bis dann würde ich mal sagen, wir sehen uns am nächsten Part von Let's Play Shadow of the Colossus. Ja! Bis dann, macht's gut, haut rein. Reingehauen.